Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 1 Uhr. Axbow hatte heute Geburtstag. Wir übertragen einige Live-Ausschnitte der Feierlichkeiten aus dem Nagisa Hotel. La 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 la. La 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 la. La 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 Axbow. La 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 la. Glückwunsch. Glückwunsch. Dankeschön. Hurra. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Naja, älter werden ist keine Kunst. Genieß es, solange du noch kannst. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Belamutum, und das waren die Mii-Nachrichten um 1 Uhr. Na dann, kann ich nur sagen, alles Gute zum Geburtstag, meine liebe Axbow. Ist ja schon ein ganzes Weilchen her, dass wir hier einen Geburtstag mal miterlebt haben. Aber es ist mal wieder passiert und weiter geht's bei Nagi und seiner Zuschauer in Tomodachi Live. Und ich sehe gerade da oben, dass der Mittagsmarkt geöffnet ist, auf der einsamen Parkbank da oben. Die günstigsten Preise weit und breit für Kleidung. Da bin ich mal gespannt, was da heute vorbei... Was wer da heute vorbeischaut, okay. Es ist Baylinger. Wir verwenden hier nur die allerbesten Materialien. Glaube ich dir sofort. Kaufen wir mal eins. Vielen Dank. Dem guten Baylinger kann ich kein Angebot abschlagen. Und natürlich sind auch wieder Spenden sehr gerne gesehen. Das ist ja mal wieder bekannt, dass ich hier gerne Spenden für mich, ich meine für euch sammle. Die sind ja sehr wichtig, dass ihr immer was zu essen bekommt und dass ihr neue Kleidung bekommt und so weiter. Ich kümmere mich dann natürlich immer sehr gerne darum, das wisst ihr ja. Und 60.000 Euro! Ich habe es endlich geschafft. Ich habe mein Lebensziel erreicht. Ich kann mich zur Ruhe setzen und Tomodachi Live endlich beenden. Das war's für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Nee, natürlich nicht. Als ob ich die Folge schon nach 2,5 Minuten beenden würde. Also, was denkt ihr von mir? Jetzt mal ernsthaft, was denkt ihr von mir? Was gibt's Neues im Möbelhaus? Es gibt eine Winterbude. Rodeln, Skifahren, Schneemänner und Iglus bauen. Winterfreunden fürs Daheim. Vielleicht mag das ja jemand. Ich werde mal ein paar Sachen kaufen. Horror, Lila und Märchenschloss. Ach, die Wohnung von Shiny oder Shiny. Ich nenne sie Shiny. Ihr kennt sie ja. Die, die alle Herzen gebrochen hat in Tomodachi Life. Die könnten wir eigentlich auch mal wieder besuchen. Wenn ich nur noch wüsste, wo sie wohnt. Ich habe es nämlich vergessen. Es ist schon so lange her, Leute. Es tut mir leid. Aber da ist sie doch, Shiny. Wir haben dich ja schon lange nicht mehr gesehen. Und du bist gut gelaunt, das freut mich. Yay, ich habe meine Herzen gebrochen. Yay, yay, yay. Aber gucken wir mal, vielleicht können wir irgendwas für dich tun, dir ein kleines Geschenk machen oder sonst irgendwas. Interessierst du dich gar nicht mehr für uns, Ebenbild von Nagi? Das muss ich mir in letzter Zeit so oft anhören, das tut weh. Hör doch mal auf damit. Ich habe Langeweile, ist nicht irgendwo was Interessantes los? Wir haben eine ganze Insel da draußen, die zum Erkunden einlädt. Also geh raus aus der Wohnung und stürme die Insel. Naja, vielleicht ist da nicht so viel los, wie ich dachte, aber... Immerhin haben wir hier eine Insel. Und dass ihr hier wohnt, ist ganz allein eure Schuld. Ihr wolltet hier wohnen, also wohnt ihr jetzt hier. Aber ich kann dir ein Geschenk machen. Wir werden erstmal mit Frühstück. Ist zwar schon ein bisschen spät dafür. Wir haben gerade 14 Uhr laut meiner Uhr. Aber dennoch kriegst du einen Frühstücksteller. Und er schmeckt, das fand sie ziemlich lecker. Ja, das freut mich. Du hast es zwar gar nicht verdient, aber ich striechel dich trotzdem ein bisschen. Ah, das mag sie. Ja, das magst du, ne? Das magst du, ne, du kleine Männerherzenbrecherin, du. Jetzt hüpf vor Freude auf und ab. Ich will Bonuspunkte für das Streicheln kriegen. Meine Güte, muss ich dich erst so halb massakrieren? Anscheinend schon. Ihr scheint das gefallen zu haben. Coole Sache. Na gut, dann noch hier, wie wär's mal mit... Wir haben Shiny, glaube ich, noch nie baden geschickt, oder? Wenn das der Fall ist, dann dürfte sie jetzt eigentlich ordentlich müffen. Deswegen hier, Zeit für ein bisschen Fanservice-Action. Ab in die Wanne mit dir. Also gut, ich gehe dann mal baden. La 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 la
Wisst ihr, was wir echt mal brauchen? Tomodachi Life 2. Weil wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, alles im Spiel gesehen, was es zu sehen gibt. Alle Träume, alle Item-Sequenzen, alles gesehen. Es gibt ja in Japan ein neues Spiel, das heißt Miitopia. Ich glaube, das ist quasi ein Rollenspiel mit Miis. Ich habe mich noch nicht so großartig darüber informiert, aber wenn das wieder so ist, dass man da jeden Mii aufnehmen kann, dann würde ich das gerne let's playen, wenn das hier rauskommen würde. Dann würde ich mich dann auch letztendlich mal von Tomodachi Life verabschieden, aber das scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Na, Shini, fühlst du dich gut? Anscheinend schon. Jetzt ist aber die Badezeit vorbei, raus aus der Wanne. Das hat gut getan. Jo, du bist auch kaum wiederzuerkennen. Neuer Level! Geld gibt's dafür. Und ich habe keine 60.000 mehr, weil ich ja von Flocken ausgegeben habe. Verdammt! Okay, was für dieses, was von diesen Items könnte dir Spaß machen? Wie wär's mit einem Miezen-Miet-Coupon? So! Ach, Mann, was für ein Wort. Noch irgendwas? Was im Gesicht? Schau mich doch nicht so an. Schau mich doch nicht so an. Ist ja gut. Zieh dir erstmal was an, meine Liebe. Ach, und schon vergnügen sie sich alle hier mit der Katze. Oh, wie süß. Ich war ja letztens bei der Familie meines Bruders und die haben eine neue Katze und boah, ist die ist so süß und richtig kleiner Kerl. Der ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt, ist an mir hochgeklettert, als ich mich vorhin hingekniet habe. Hat mich angemauzt. Oh, das war so süß. Das hättet ihr sehen müssen. Hätte ich mal besser ein Video von gemacht und hier hochgeladen. Jetzt ist es zu spät. Ich meine, Katzen müssen nichts tun. Die müssen einfach nur niedlich aussehen, mit dem Schwanz wedeln und schon werden sie von allen vergöttert. Ich wäre auch besser als Katze geboren worden. Aber da könnte ich jetzt keine Let's Plays aufnehmen. Gut, dann wollen wir mal gucken, was hier so noch abgeht. Leute ist bei Elias zu Besuch, aber meinem Sohn. Ich bin bei Ray. Saku ist bei Palkia. Ist ja schön. Ninja ist... Moment mal. Hat Ben Ninja nicht gerade noch Waren verkauft? Ren! Ren ist sauer. Oh nein. Auf wen kann sie denn nur sauer sein? Ich möchte dir helfen. Auf wen bist du sauer? Ich bin gerade schlecht gelaunt. Das sieht man dir an. Wer ist es denn? Ich habe mich mit Laura gestritten. Ich bin so wütend. Ausgerechnet mit Laura, eine sehr treue Zuschauerin von mir. Ich würde mal sagen, vertragt euch. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Okay, was war denn nochmal dein Lieblingsessen? Salami. Ich hoffe, ich habe noch Salami. Ich meine, die ist hier drüben. Genau. Eine Salami für dich. Oder besser gesagt, 8 Scheiben. 8 Scheiben Salami. Das macht glücklich, das beruhigt. Hab ich doch gesagt. Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können. Ich wünsche euch alles Gute dafür, ne? Also, ich denke mal, die Laura ist eine ganz liebe, die wird dir verzeihen. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Und? Glaubst du, mit einem Sorry wäre die Sache vom Tisch? Laura, ich wusste gar nicht, dass du so gemein sein kannst. Guck mal, was du Ren angetan hast. Die ist jetzt todtraurig. Das ist echt nicht besonders gut gelaufen. Es hat nicht geklappt. Hab ich gemerkt. Das Leben ist doch härter, als ich erwartet hatte. Worum ging es diesmal wieder um so einen blöden Teddybären? Wir konnten uns einfach nicht wieder vertragen. Herr Bär mag mich am liebsten. Ja, ist natürlich wieder dieser komische Teddybär mit dem Mii-Gesicht. Mag der Bär mehr als alles andere auf der Welt. Ihr wisst schon, dass der Bär kein eigenes Leben in dem Sinne hat und deswegen keinen von euch bevorzugen kann. Er ist nur ein Plüschtier. Gar nicht. Dich findet Bärle fies. Lass du ihn los. Was soll man mit euch beiden nur machen? Ich will nicht in 100 Jahren mit dir spielen wollen. Mit dir? Ja, mit dir will er auch nicht spielen. Bla 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 bla. So ist das halt. Jetzt muss Ren da unter der Regenwolke sitzen und traurig sein, aber das kommt schon wieder ins Lot. Irgendwann ganz bestimmt Belamo und den gucken da die Decke an. Was gibt's denn da zu sehen? Ich kann leider nicht so weit, dass die Kamera bewegen.
Aber anscheinend ist da irgendwas Interessantes. Vielleicht sind da Spinnenweben und sie unterhalten sich gerade, was da für geheime Botschaften drin versteckt sind. Man weiß nie. Alicia ist auch sauer. Oh Mann, was ist denn heute los hier? Alle sind sauer aufeinander. Ärgerlich hochziehen. Was ist denn so ärgerlich, meine liebe Alicia? Ich habe mich mit Brix gestritten. Ich bin so wütend. Ich kann's nur immer und immer wieder sagen. Vertragt euch! Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Ah ja, Cola, ne? Sollst du sofort eine bekommen. Eigentlich beruhigt man sich ja in der Regel eher nicht von Cola, aber es gibt ja immer diese Ausnahmefälle. Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können. Das wäre sehr wünschenswert. Winke, winke. Sergej, du hast Besuch. Hoffentlich verzeihst du ihr. Auch wenn sie Pilz auf dem Kopf hat. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Aussicht doch, der Sergej ist ein ganz feiner Kerl, der verzeiht dir auf jeden Fall. Mir fällt auch mal gerade auf, dass du hier Schimmelpilze auf dem Kopf hast. Schon eine ganze Weile. Vielleicht sollte ich dich auch mal in die Wanne schicken. Scheint mir doch eine ganz gute Idee zu sein. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Juhu, kleine Dankeschön, nehme ich sehr gerne entgegen. Es ist ein Hustensaft. Oh, den kann ich sehr gut gebrauchen. Ich war in letzter Zeit sogar ein bisschen erkältet, kann man sagen, aber jetzt geht's mir wieder gut. Ich übe zu Hause allein für ein Konzert, das ich demnächst habe. Wow, dann sollte ich dich jetzt recht mal in die Wanne schicken. Du willst ja für deinen großen Auftritt möglichst schick aussehen, oder? Nehme ich doch mal an, dass du das möchtest. Möchtest du das nicht? Also gut, ich gehe dann mal baden. Dann geh mal. La 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 la. Warum singt eigentlich keiner eines von meinen Liedern? Das finde ich echt schade. La 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 la. Ich muss aufs Klo, so richtig doll. Doch es ist kein Klopapier mehr da. Einer meiner großen Hits, Leute, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Ihr habt ihn euch bestimmt schon tausendmal runtergeladen und auf CD gebrannt. Ich mache natürlich nur Spaß, ne? Denkt bitte nicht, ich meine, ich weiß, dass ich ja total gequillte Kacke geschrieben habe. Gequillte Kacke im wahrsten Sinne des Wortes. Du denkst an Seepferdchen, dann denk mal weiter an Seepferdchen. Ich werde dich nicht daran hindern. Und jetzt siehst du sehr nachdenklich aus. Worüber denkst du denn so angesteckt nach? Wir werden es leider nie erfahren. Schienes, er dreht sich herum, wild herum neben seiner Schatztour mit Gold, die das überquillt. Und er hat ein Problem. Probleme behandeln wir natürlich immer sofort. Interessierst du dich gar nicht mehr für uns im Bild von Nani? Du, ich kann es mittlerweile nicht mehr hören. Ist ja gut. Was könnte ich nur sagen, wenn ich wütend bin? Bin ich dafür jetzt kreativ genug? Phrase lernen? Ich bin gerade scheiße unkreativ, Leute, verzeiht mir. Wutige Wut! Kann sogar sein, dass ich da schon mal eingegeben habe vor langer Zeit, aber ich weiß es nicht mehr. Hier, das sollst du ab sofort lernen und beherrschen. Wutige Wut. Wenn ein Freund Probleme hat, lasse ich ihn nicht allein. Das ist eine sehr schöne Einstellung. So, aber zu wem können wir denn jetzt mal gehen? Du drehst dich weiter rum. Chris! Ach, Chris! Chris, mein Guter. Chris. Du willst spielen? Mit dir spielen wir natürlich sofort. Komm, spiel mit mir. Nur was ist die Frage? Dürfen wir mal wieder einen Ringklopfkampf machen? Schnappen! Oh nein, ihr verarscht mich doch jedes Mal! Es geht los. 3. 2. Jo! Gut gefangen. Dankeschön, das kann ich teuer verkaufen. Da komme ich ja doch wieder auf meine 60.000 Euro. Glückwunsch. Bitteschön, das ist für dich. Ebenbild von Nani. Juhu,
Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Freude in Worte ausdrücken soll. Filme, die alle anderen gut finden, gefallen mir oft gar nicht. Ja, da stehst du nicht allein da, das kenne ich. Das kenne ich sogar sehr gut. So, Ryuyuki ist am Wii U spielen, der genießt seine Wii U noch so lange es geht. Maya ist bei Seiji zu Besuch, Tifku ist bei Ninja. Elias, mein Sohn, ist alleine und hat aber gute Laune. Zara ist mit Din zusammen, und Din, du bist heute auch echt überall, oder? Und er schläft. Din! Din, wach auf! Huch, auf einmal ist er hellwach. Na gut. Jojo ist am Schlafen. Oh, sie träumt was. Da schauen wir doch mal gerne rein, was das sein könnte. Was für ein Traum ist das? Ich will es wissen, auf jeden Fall. Jetzt sofort. Können wir kurz stören? Ehrlich gesagt, wir beide haben vor zu heiraten. Nein. Mein lieber Cappuccino. Mein lieber Cappuccino, ich werde dich auch nach deinem Ableben immer noch lieben. Auch wenn du mich voll immer verlässt. Ich werde dich dennoch lieben. Ah. Ah. Guten Morgen. Warst du nicht das Ebenbild von Nagi? Ja, ich war das Ebenbild von Nagi. Leute, ich habe diese ganze Insel hier erschaffen. Mit meinem eigenen Herzensblut. Und er erkennt mich nicht mehr? Meine Güte, ich bin echt enttäuscht. Wenn Emily Probleme hat, helfe ich immer als Erste. Ja, wie ich gerade sehe, seid ihr sogar beste Freunde und hier kriegst du mal... Nee, einen Döner nicht, das wird langsam zu klischeehaft. Hühnchen Tikka Masala. Wie wär's damit? Davon habe ich, glaube ich, so viele. Ich habe gerade nicht auf die genaue Zahl geachtet, aber ich meine, ich habe davon über 10 Stück gehabt. Lecker Schmecker! Das ist noch was? Oh, du hast eine Pusteblume auf dem Kopf. Du hast da was von einer Pusteblume auf dem Kopf. Oh mein Gott! Das Ding weg. Ich kann mit diesem Ding auf meinem Kopf nicht leben. Mach es bitte weg. Kommt sofort. So, bitteschön. Vielen Dank. Ich tue doch immer gerne was für meine Mitbewohner. Boneblade! Hey, was machst du? Du willst auch spielen hier im Skatepark? Dann würde ich mal sagen, mit dir spielen wir auch noch. Du warst doch das Ebenbild von Navi, nicht wahr? Ich bin schon dran gewöhnt, ich ärgere mich gar nicht mehr. Ich wäre so gern mit Ann-Kathrin befreundet. Ich stell dich vor. Ich würde mich so gern mit ihr unterhalten. Nur worüber? Sonst sagen wir mal Lustiges. Sagen wir doch mal Gerüchteküche. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihr. Knock knock, darf ich reinkommen? Ich bin hier, um mit Ihnen über sehr ernsthafte Sachen zu reden. Nein, natürlich nur über die Gerüchteküche. Die muss ja nicht unbedingt ernsthaft sein. Und was passiert? Sie sind befreundet. Das ging schnell. Es ist gut gelaufen, das freut mich zu hören. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Mal wieder eine gute Tat vollbracht. Das freut mich. Noch mehr Hustensaft. Was soll ich mit dem ganzen Hustensaft anfangen, Leute? So erkältet bin ich nicht mehr. Ann-Kathrin ist eine, die man überall hin mitnehmen kann. Wie so ein Gameboy Pocket, ne? Den kannst du so einfach in der Tasche verstauen und sofort mitnehmen. Ja, genau so ist Ann-Kathrin. Wie ein Gameboy Pocket. Melissa, nee, du hast kein Problem, also... Chloe! Oh nee, Chloe! Was willst du? Du schaust mich so bekloppt an, was soll ich dazu sagen? Selina, wollen wir Selina besuchen? Nee, die ist ja nur ein... Ach ja, Manapi, besuchen wir mal Manapi. Ja, ewig nicht gesehen. Schön, dass du hier bist. Na, zumindest scheinst du dich noch an mich zu erinnern. Das ist wenigstens eine Sache, die mir Mut macht. Was isst du lieber? Fleisch oder Fisch? Ganz eindeutig Fleisch. Fisch ist voll
Pfui, Deibel. Fleisch ist und bleibt eben eins der leckersten Nahrungsmittel. Dem stimme ich zu. Ich bin jemand, der vor anderen Leuten immer gut dastehen will. Willst du das? Dann sollst du vielleicht diese Krabbe von dir entfernen. Was ist? Hab ich was im Gesicht? Nee, aber du hast eine Krabbe da am Bauch. Das ist, glaube ich, eher nicht so gut. Du hast eine Krabbe am Ärmel. Ich könnte dich kneifen, das tut bestimmt weh. Mach das Ding weg. Warum er so eine Krabbe herkommt. So, bitteschön. Vielen Dank. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir hier im Haus ein Krabbennest irgendwo haben. Das kann ich mir eher schlecht vorstellen. Gut, ein Objekt soll es also sein. Bekommst du eine CD, dann kannst du hier noch Party ein bisschen machen. Hast ja bisher nur Spieleplattformen. Also hast du noch was, so ein bisschen soziale Kontakte zu knüpfen. Kannst du eine Party machen. Und ich wette, schaut direkt jemand vorbei. Oder auch nicht. Manapi macht alleine Party. Dann Alone Party it is. Yay, Zara und Tifku rennen sich gegenseitig an. Was macht ihr da, Leute? Es sieht komisch aus. Hört auf, euch gegenseitig anzurennen. Ihr tut euch noch weh am Ende. Och, ne Iwata. Och, Mann. Das tut mir immer so leid, den zu besuchen. Ich will auch irgendwie nichts mehr mit dem machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie respektlos wirkt. Deswegen, sorry, Iwata. Du wirst immer in unserem Herzen bleiben, aber mit dir machen werde ich wahrscheinlich nichts mehr. Der Chey, auch mit Chey spielen wir noch und dann würde ich mal sagen, beenden wir die Folge mal für heute. Magst du etwas spielen? Ich muss mich nämlich gleich auf den Weg machen, den guten Lloyd abholen. Wir haben nämlich heute noch was vor. Das erste Item. Was wird es wohl sein? Stahlschwamm, Birne oder Muschelschale? Ich glaube, das ist ein Stahlschwamm. Die richtige Antwort ist... Könnte auch Missing No sein. Sieht ein bisschen aus wie Missing No. Jetzt nicht mehr. Das war ein Stahlschwamm. Das zweite Item. Was wird es wohl sein? Schlüssel ohne Loch, Diamant, Soufflé. Das ist eindeutig ein Soufflé. Die richtige Antwort ist... Es war ein Soufflé. Und jetzt kommt wieder die fiese Abschlussfrage. Ich kenne auch mein Glück. Was wird es wohl sein? Ei, Dominostein oder Spaghetti? Ich glaube, das sind Spaghetti. Also klicken wir auf Spaghetti. Die richtige Antwort ist... Es waren einige Spaghetti. Juhu, danke Jay, dass du mir mal nicht so eine fiese Frage gestellt hast. Das war echt lieb von dir. Hier mal die Rose und drin ist ein Bonsai-Bäumchen. Habe ich mir schon immer gewünscht. Ich traue immer meinem Bauchgefühl. Naja, dein Bauchgefühl kann dich aber auch manchmal trügen, ne? Deswegen so ganz darauf verlassen würde ich mich jetzt nicht unbedingt. Nun gut, das war's. Hier ist noch... Okay, das ist wieder der Mittagsmarkt. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich hatte nämlich gerade einen hier eine Nachricht auf mein Handy bekommen. Deswegen haut der Tifku nochmal ordentlich rein und verprügelt alle und drescht alle zusammen und... Jo. Also, das war's für heute. Ich muss, glaube ich, mal gleich kräftig husten. Meine Stimme verlässt mich. Also sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Mach's gut und tschüss.